Die Beschleunigung der Transition der Energiesysteme ist ein zentrales Thema. In unserem Annex ISCAN Smart Grid Action Network. Die Energiewende braucht Beschleunigung, das ist, glaube ich, unbestritten. Neue radikale Lösungen müssen eingeführt werden, wie hybride Netze, dezentrale zelluläre Netzwerke, Energiegemeinschaften. Aber solche Lösungen müssen in einem neuen institutionellen Rahmen eingebettet sein. Neue Regeln, neue Gesetze, Grid Codes, Tarifmodelle müssen umgesetzt werden, die den zukünftigen Ansprüchen eines klimaneutralen Energiesystems entsprechen. Erst dann lassen sich zukunftstaugliche Geschäftsmodelle auch realisieren. Diese Rahmenbedingungen gibt es aber großteils noch nicht. Und es dauert auch sehr lange, wie Sie wissen, bis solche gesetzlichen regulatorischen Änderungen auch stattfinden. Aber es bewegt sich was. Ja? Es kommen immer mehr Länder zur Einsicht, dass um radikale Lösungen, neue Geschäftsmodelle, neue Tarifmodelle zu entwickeln, regulatorisches Experimentieren nötig ist. Also dass für Innovationsprojekte auf der einen Seite Ausnahmen von aktuell gültigen Regeln gewährt werden, damit Projekte durchgeführt werden können, oder dass auf der anderen Seite eine andere Form des regulatorischen Experimentierens Regulatoren selbst oder die Gesetzgeber mit neuen Regulierungen experimentieren. Das heißt, dass sie zeitlich limitiert Rahmenbedingungen schaffen und deren Auswirkungen evaluieren. Hier sehen Sie, welche Länder regulatorisches Experimentieren eingeführt haben oder gerade dabei sind und ob Ausnahmeregulierungen für technologische Lösungen, Geschäftsmodelle angedacht sind. Also dann Länder, die sich auf einzelne dieser Bereiche konzentrieren. Was wir im regelmäßigen Austausch zwischen Expertinnen und Policymakern sehen, ist ein Trend, dass hier zunehmend auch der Zusammenhang, eine Abstimmung mit Energiewendestrategien stattfinden soll. Auch in Österreich bewegt sich was. Im neuen Erneuerbaren Ausbaugesetz sind Ausnahmeregelungen etabliert worden. Erstmals die E-Control hat die Möglichkeit, Ausnahmen von Netztarifen zu schaffen, damit FDI-politische Projekte durchgeführt werden können in diesem Bereich. Es ist aber auch mehr zu diesem sogenannten Energiefreiraumprogramm des BMK notwendig in Zukunft. Jetzt sind wir halt sehr beschränkt auf diese Netztarife. Beispiel Wasserstoffinfrastruktur, gesetzliche Regelungen, Normen, Fernwärme, hybride Netze. All dieses braucht neue Regulierungen, mit denen man experimentieren sollen könnte. Also wenn Sie hier einen Bedarf haben, bitte kommunizieren Sie diesen an die FFG, an die E-Control, um auch Druck zu machen, dass hier auch in Zukunft weiter mehrere Ausnahmeregelungen geschaffen werden können, wenn sich die gesetzlichen Änderungen nicht durchsetzen lassen bis dahin. Dankeschön.